Willkommen beim Tutorial für die Spinat-Lauchtaler. Die Zutaten: Lauch, Spinat, Parmesan, Pinienkerne, Eier, Butter, Eigelb, etwas Milch, Petersilie und Öl. Gebt die Hälfte, also 20 Gramm, eurer Butter in eine Pfanne und erhitzt sie auf dem Herd, bis sie geschmolzen ist. In die geschmolzene Butter gebt ihr euren Lauch und die Pinienkerne und bratet beides an, bis die Pinienkerne eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Gebt dann euren Spinat in die Pfanne hinzu, rührt ihn gut unter und bratet ihn etwa eine Minute mit den anderen beiden Zutaten in der restlichen Butter an. Füllt eure Mischung dann aus der Pfanne in eine Schüssel, wo sie ein wenig auskühlen kann, um. Schlagt nun eure Eier in eine Rührschüssel und mischt sie anschließend mit dem Eigelb hier, der Milch direkt nebendran. Weiter geht's mit der Petersilie, auch hier im Bild, und dem Parmesan. Also die kommen jetzt der Reihe nach hier in die Rührschüssel und werden gemeinsam verquirlt. Aber erstmal die Eier. Nun also besagte Zutaten zum verquirlten Ei hinzu. Eigelb, Milch, Petersilie. So. Verquirlen wir erstmal wieder ein bisschen. So. Jetzt kommt der Parmesan hinzu. Wenn sich alles, wie eben gezeigt, gut vermengt hat, gebt ihr noch euer Gemüse in die Rührschüssel und rührt auch dieses gut unter. Ja, ich zeige es. Nachdem ihr die Pfanne kurz ausgewischt habt, gebt ihr das Olivenöl und eure restliche Butter hinzu und erwärmt beides auf dem Herd, bis die Butter, also der zweite Teil der Butter, auch geschmolzen ist. Komm rein da. In das warme Fett stellt ihr jetzt so viele wie reinpassen. Eigentlich sollten es 4 sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob es passt. Jedenfalls stellt ihr diese Eierförmchen hinein. Vielleicht so. Ja, die stellt ihr da rein, sodass natürlich möglichst kein Spalt oder keine Lücke darin entsteht. So, ich hoffe, das funktioniert. Und geht dann von eurer Masse hinein. So, dann die Mehrheit des Teigs drin bleiben. Die fertig gefüllten Förmchen bratet ihr jetzt natürlich samt Pfanne bei mittlerer Hitze, so etwa 2 bis 3 Minuten, jedenfalls bis es gestockt ist. Also es sollte auf jeden Fall fest sein. Vergesst nicht, eure Küchlein zu wenden, wenn sie gestockt sind, und natürlich auch von der anderen Seite nochmal 2 Minuten durchzubraten. Und so könnten 2 fertige Exemplare, einmal Herz und Blume, der Spinatlauchtaler dann aussehen. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!